Hallo allerseits, ich bin heute auf der Spielwarenmesse auf der Neuheitenschau und hier ist die Firma Seco mit einem Stand mit Neuheiten im Maßstab 1 zu 32, die Spur 1 Freunde sehr interessieren werden. Und ich habe hier im Interview den Thomas Kalkuhl und den Markus Kemper von Seco, die mir jetzt einiges erzählen werden zu den Neuheiten. Sie haben in 1 zu 32 was komplett Neues entwickelt. Seco Control 32 war ja früher mit einer direkten 2,4 GHz und das haben Sie jetzt anders gemacht. Ja, wir haben jetzt eine Bluetooth-Technik in die Fahrzeuge eingebaut, sowohl in die Modelle Fendt und John Deere, als auch ganz neu in den Classic Serion 5000, den Sie hier unten jetzt sehen. Der ist ungefähr 25 cm lang. Ja, das ist Maßstab 1 zu 32. Und der wird jetzt nicht mehr so gesteuert, sondern Bluetooth, ich schätze mal dann eben mit einer App. Genau, mit dieser App. So sieht sie aus. Die gibt es im Internet. Die gibt es im Internet. Kann man über den App Store bzw. über den Google Play Store herunterladen. Und kostet was? Kostenlos? Ist kostenlos. Sowohl für Apple als auch für Android? Richtig. Das heißt, ich brauche in Zukunft keine Fernsteuerung mehr, sondern kann hier direkt mit dem Smartphone loslegen? Ganz genau. Ganz genau. Die Fahrzeuge werden ohne Fernsteuerung angeboten, weil eben App steuerbar. Für diejenigen allerdings, die gerne ein Fernsteuermodul nutzen möchten, bieten wir dieses auch separat zum Kauf an. Dann lasse ich mir jetzt vom Herrn Kemper mal die genauen Funktionen erklären. Also wir haben wie beim Originalen haben wir eine Vorderradlenkung. Das sind so die wesentlichen Merkmale eines Glas. Vorderradlenkung. Dann kann man wählen mit Hinterradlenkung. Das heißt gleichzeitig gekoppelt. Gleichzeitig gekoppelt, aber verkleinert sich der Radius erheblich, vielleicht um 2/3 Lenkradius. Antrieb immer Allrad? Allradantrieb und Allrad, permanent Allrad. Dann gibt es noch eine weitere Funktion, das ist der sogenannte Rundegang. Damit hat man vier Spuren, also das Gewicht des Traktors verteilt sich auf vier Fahrspuren und schont damit das Feld. Und dann gehe ich mal davon aus, wie früher und wie wir es gewohnt sind, die verschiedensten Beleuchtungsfunktionen. Verschiedene Beleuchtungsfunktionen, Blinker, Haube, Kabine. Gut, und dann hat ja der Class Xerion 5000 Truck ja noch eine Besonderheit mit dem Führerhaus. Ja, VC steht für Various Cabin, man kann die Kabine drehen. Damit kehren sich auch alle Fahrfunktionen um, das heißt in die Richtung rechts lenken fährt er dann auch nach rechts. Und ich steuere mit dem Finger auf der App oder kann ich alternativ auch anders steuern? Normalerweise mit dem Finger natürlich, mit dem sogenannten Joystick, der hier drauf ist, aber wir können auch umstellen und zwar auf den Bereich Bewegungssensor. Dann lässt sich das Fahrzeug mittels der Verlagerung des Handys nach oben und unten, rückwärts und vorwärts bewegen, nach rechts und links eben hinsichtlich der Lenkung. Das war jetzt hier ja aufgebaut zum Demonstrieren und Vorführen. Im Einsatz ist er ja auch schon hier auf dem Stand, sehen wir ja auch. Und wann kommt der auf den Markt und was kostet der? Im September wird er auf den Markt kommen, wird ohne das Fernsteuermodul 199 Euro kosten. Das Fernsteuermodul selber ist für 49 Euro separat zu erwerben, wer dies dann eben mit. Das heißt, die klassische Fernsteuerung können wir uns auch nochmal anschauen, die wurde dann jetzt auch umgebaut auf Bluetooth. Auf Bluetooth, das ist jetzt ein Modul, das sehen wir hier vorne bei dem kleinen Herrn. Die Form hat sich nicht weiter verändert, allerdings sind jetzt blaue Panels drauf, damit jeder sieht, dass das eine Bluetooth-Steuerung ist und eben auch nur für die Bluetooth-Traktoren verwendet werden kann. Für frühere Generationen ist dieses Modul nicht zu verwenden. Gut, das heißt also, man kann sofort loslegen, wenn man will, man kann sich aber, wenn man es gewohnt ist, mit der Fernbedienung diese kaufen. Die Stromversorgung vom Xerion, wie läuft die? Die Stromversorgung erfolgt über 3 AA-Batterien oder halt entsprechende Akkus, die man im Handel kaufen kann. Also ich brauche nicht mehr den Spezialakku, sondern kann ganz normal. Es gibt keinen Spezialakku, sondern alles mit handelsüblichen Batterien. Auch die Fernbedienung, auch mit handelsüblichen Batterien.
Gut, und es gibt früher schon andere Modelle, die Sie jetzt im März, glaube ich, schon einführen? Ja, im März werden die Modelle Fendt 933 Vario eingeführt, den Sie vorne im Bild sehen. Und der John Deere 7310R kommt ebenfalls als App-Version, als Bluetooth-Traktor im März auf den Markt. Das heißt, die kennen wir eigentlich schon von Sigma Control 32? Sicher, die sind die vorhandenen Modelle. Die haben wir jetzt abgedatet auf die Bluetooth-Funktionalitäten, sodass auch diese mittels dem Handy und dem Tablet steuerbar sind. Wo liegen die preislich? Bei 149 Euro, beide Traktoren, jeder einzeln ohne Fernsteuermodul. Wie gesagt, das Fernsteuermodul kann man separat dann erwerben. Gut, dann bedanke ich mich für die Informationen hier am SIKO-Stand und wünsche viel Erfolg auf der Messe. Ich bedanke mich, Herr Bernsteiner, für Sie da.